Ich hatte vorher Einzelateliers in mehreren Stadtteilen in Hamburg, meistens so im Westen, Flottbeck, Nienstedten. Und hatte auch ein Zweier-Atelier gehabt mit einem Holzbildhauer zusammen. Aber hier ist dann eine ganz neue Erfahrung. Die Gemeinschaft eben und auch das gegenseitige Ansporn, auch die gegenseitige Kritik vielleicht, die nett gemeint ist, das ist was völlig anderes. Das ist wirklich so, du gehst in das Café und hast gleich 3, 4 Gesprächspartner, wenn du möchtest. Wenn nicht, bleibst du bei dir und kannst eben auch außerhalb des Arbeitsumfelds Dinge gestalten und machen. Und das in einer großen Bandbreite. Das ist wirklich sehr angenehme hier. Hier, damit ist das Atelierhaus 23 in Wilhelmsburg gemeint. Es bietet Platz für 44 Ateliers und eine Künstlergemeinschaft, die ihre eigene Hausverwaltung ist. 2013, im Oktober, da war die Entscheidung da, etwas mehr Miete zu bezahlen und dafür gibt es eine Hausverwaltung. Und etwas weniger zu bezahlen und dafür wird alles selbst gemacht, also ein selbstverwaltetes Haus. Die Gruppe hatte sich damals entschieden für die günstigere Miete. Entsprechend müssen heute jede Menge Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften, kurz AGs, hier sehen, dass alles funktioniert. Darunter fällt auch das Gestalten von Werbematerial für das Haus. Bisher hat das die Grafikdesignerin Anna Baus übernommen. Vor kurzem bekam sie dann Zuwachs durch die Malszene. Nach anfänglichen Unsicherheiten nahm die Illustratorin die Aufgabe dankbar an. Ja, hier gibt es ja ziemlich viele Gruppen, die irgendwie ganz viel vom Haus irgendwie organisieren. Und da waren wir bis jetzt immer so ein bisschen außen vor oder haben uns da noch nicht so richtig rangetraut. Und da sind auch viele Aufgabenfelder, wo wir uns auch dachten, das können wir gar nicht machen, da können wir gar nicht so richtig helfen mit so Mietrechtsgeschichten oder baulichen Sachen, die halt auch am Haus irgendwie passieren müssen. Und da haben wir jetzt gemerkt mit der Zusammenarbeit mit der Anna, dass wir da irgendwie ganz gut einfach zusammenarbeiten können. Man merkt so richtig, wir mussten uns alle auch finden und wir kennenlernen und irgendwie zurechtrücken und auch gucken, wer hat wo irgendwie seine Stärken und so. Wie kann man sich ergänzen und das gefällt mir total gut. Ich bin ganz gespannt. Ich freue mich voll. Ich finde es super, dass wir jetzt mehrere auch in der Gruppe sind und so unterschiedlich. Ja. Irgendwie. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass du das bisher allein gemacht hast. Ich auch nicht. Wann schläfst du und wann arbeitest du? Und das System der ehrenamtlichen Arbeitsgemeinschaften scheint zu funktionieren. Der Austausch innerhalb der Community sorgt für Zusammenhalt. Außerdem hält die Selbstverwaltung die Mieten niedrig. Insbesondere der Kostenfaktor spielt für die Illustratorinnen eine bedeutende Rolle. Sie sind noch im Studium. Das Atelierhaus nimmt 8 Euro pro Quadratmeter und liegt damit im Budget der Studentinnen. Wir haben schon auch geguckt nach anderen Sachen und die sind astronomisch teuer für Studenten vor allen Dingen. Und für uns war das die einzige Möglichkeit, wie wir uns das überhaupt leisten können, irgendwie einen Arbeitsraum zu haben, wo wir mal rausgehen können und woanders arbeiten können und ja, das irgendwie nicht mehr so alles zu Hause liegen haben. Wir sind ja auch irgendwie offen für den Stadtteil, beziehungsweise wir wollen ja auch gerne den Stadtteil mit integrieren. Und das ist so toll, das merken, dass es immer mehr und mehr irgendwie ja richtig Teil des Stadtteils so wird. Und dass es so richtig belebt ist, jetzt auch nochmal mit der Kaffeeliebe und hier mit dem Scheinwerfer Dance Center und so, dass die Kurse stattfinden und dass immer wieder Leute kommen. Das ist echt richtig schön. Mit der nächsten Ausatmung lass deine Knie nach rechts rüber sinken, lass sie sich nach links. Einatmen, bring das Becken und das Bein nach oben aus, atmen, sinken. Yoga, die Kunst des Körpers. Das Baby-Yoga von Maren ist ein Beispiel für die aktive Öffnung in den Stadtteil. Zu den Kursen können alle kommen, die Eltern sind. Mit einem eigenen Studio hier im Atelierhaus hat Maren sich einen Traum erfüllt. Insbesondere die großen Veranstaltungen findet sie wichtig. Dass wir zum Beispiel einen Adventsmarkt haben oder im Sommer Tag der offenen Tür. Dass wir eben eine große Gruppe sind und zusammen was auf die Beine stellen und es sich auch Synergieeffekte ergeben. Also ich mache zum Beispiel mit dem Tanzstudio nebenan, mache ich ein paar Projekte zusammen. Also wir haben regelmäßig eine Veranstaltung, die nennt sich Saturday Jam. Da gibt es Akrobatik, Yoga und Kontaktimprovisation. Das ist so freies Tanzen, wo die Menschen in Kontakt miteinander gehen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich mit dem Tanzstudio zusammen mache. Es ist einfach toll, dass man sich so gegenseitig helfen kann. Es ist ein Geben und Nehmen und das ist einfach schön.